Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Autarkie. Mein Name ist Thomas und in der heutigen Folge geht es um ein Navi-Update bei meinem Kia e-Niro. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich hoffe, das wird eine spannende Folge für euch werden. Und als allererstes vorab, ja, warum komme ich denn eigentlich dazu, jetzt ein Karten-Update bei meinem e-Niro zu machen? Ja, mein e-Niro ist Modelljahr 2020 und ja, ich habe mal im Navi geschaut, welcher Kartenstand dort ist, und das ist tatsächlich Dezember 2019, also tatsächlich relativ alt. Habe ja bei der letzten Inspektion, und da verlinke ich euch das Video nochmal hier oben, Moment, da so, da oben, dass ich bei der letzten Inspektion aus Zeitgründen einfach dieses Navi-Update nicht habe machen lassen können. Und dementsprechend hatte ich mir das eigentlich fürs nächste Frühjahr terminiert. Aber erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Habe halt jetzt durch Zufall bei einem anderen Video, da ging es um Hyundai, gesehen, dass es auch eine Update-Seite von Kia gibt, wo man sich die Navi-Software runterladen kann. Ja, ich packe das natürlich hier unten in die Beschreibungsbox, in die Infobox, den jeweiligen Link dazu, dass ihr da auch nachgucken könnt. Und ja, werde jetzt einfach dieses Navi-Update selber durchführen. Das soll angeblich ganz einfach funktionieren. Und das will ich halt in diesem Video einfach mal zeigen, wie das tatsächlich funktioniert, welche einzelnen Schritte man machen muss, vorab und dann auch im Auto. Und vor allem dann kurz mal schauen, ob das System optisch tatsächlich ganz anders aussieht, als das bisher der Fall war. Ja, und auf die kleine Reise will ich euch halt mitnehmen, und wenn ihr solche Videos grundsätzlich gut findet, ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch sehr gerne den Kanal und drückt auf die Glocke, dann werdet ihr über alle neuen Videos informiert, die ich halt hochlade. Ja, und dann wollen wir uns mal angucken, wie das denn mit diesem Update tatsächlich auf der Kia-Website aussieht. So, ich habe dann schon mal diese Kia-Seite geöffnet, also das geht hier mit update.kia.com, und dann kommt man halt auf diese Homepage, und hier seht ihr jetzt auch schon was, warum ich das Update jetzt auch machen möchte, nämlich Neuigkeiten. November 2021 gibt jetzt neue Navigationskarten und Software-Update mit Datum hier 12. November 2021, also brandaktuell, weil jetzt haben wir halt tatsächlich auch noch November, wenn ich das Video aufnehme, nämlich aktuell genau den 16. November. Und ja, was man hier halt sieht, ist, dass hier oben gibt es diverse Reiter, also einmal den Reiter Neuigkeiten, wo ich jetzt auch gerade schon bin. Dann gibt es das Thema Navigation Updater herunterladen, da kommen wir gleich dazu. Dann eine Anleitung, wie man das Update quasi durchführen soll, und dann noch eine Support-Seite, wo man im Zweifel jemanden noch erreichen kann, wenn es irgendwelche Themen halt oder Fragen grundsätzlicher Natur gibt. Genau, also wir werden uns jetzt mal beschäftigen hier mit diesem Navigation-Updater. Den lade ich jetzt mal herunter, und dann gucken wir mal, was da weiter passiert. So, und ich habe ja hier einen Windows-PC, an dem ich gerade arbeite, deswegen gehe ich hier mal drauf für Windows, und dann denke ich mal, da wird schon runtergeladen, und dann starte ich das Programm gleich mal, wenn es dann soweit ist. So, und jetzt sind wir hier in dem Navi-Updater, also wie gesagt, Programm runtergeladen. Wir haben aber heute, das für euch zur Info, nicht mehr den 16.11., sondern es sind schon ein paar Tage wieder ins Land gegangen. Warum ist das so? Weil tatsächlich die Navi-Software noch nicht runtergeladen werden konnte. Da gab es also einen Hinweis, dass die Navi-Software für mein Fahrzeug nicht zur Verfügung steht. Und ich habe dann tatsächlich diesen Kundensupport angefunkt, und die haben mir dann gesagt, ja, es soll dann tatsächlich ab dem 22.11. runterladbar sein. Heute haben wir den 23.11., also ihr seht, 16.11. versus 23.11. Jetzt probiere ich einfach nochmal aus, ob ich das runterladen kann, und dann schauen wir mal, ob das diesmal funktioniert. Also wie geht das? Ich klicke hier einfach auf OK. Dann suche ich mir mein Auto aus, das ist halt der Niro, und jetzt muss ich halt das Modelljahr 2020 raussuchen, und zwar Niro EV Modelljahr 2020, das ist dieser hier. Dann muss ich mir noch aussuchen, welchen Speicherort ich nehme. Ich habe hier einen USB-Stick, den habe ich mir entsprechend schon in den Computer gestopft und kann jetzt hier das entsprechend runterladen. Er sagt auch hier Speichermethode USB. Ihr müsst mal gucken, also je nach Navigationssystem funktioniert auch eine Speicherkarte, aber bei meinem e-Niro ist tatsächlich keine Speicherkarte mehr möglich, sondern ich habe nur einen USB-Anschluss. Genau, und dann versuchen wir es mal mit weiter.
Okay, jetzt komme ich schon mal weiter als beim letzten Mal. Das ist schon mal ganz gut. Was will er hier von mir? Größer 32 GB, ist keine Festplatte, alles gut. Verwenden? Ja. Und bla 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 bla. Ja, wir wollen natürlich fortfahren. Dafür ist das Medium ja auch eingelegt worden, dass die Software draufgeladen wird. Und dann klicke ich auf Ja. Und dann schauen wir doch mal, was hier so passiert. So, und ihr seht, aha, es geht halt los. Jetzt wird es runtergeladen und ich melde mich dann wieder, wenn es entsprechend fertig runtergeladen wurde. So, und jetzt sind wir fast fertig. Die letzten paar Megabyte tröpfeln jetzt noch hier rein. Tatsächlich hat der Download jetzt relativ lange gedauert. Also es waren jetzt eine gute Stunde, 15 Minuten oder eine Stunde 20. Weiß nicht, ob das an meinem Rechner liegt. Ich habe auch nochmal gewechselt von WLAN-Verbindung auf kabelgebundene Verbindung, aber irgendwie ging nicht mehr wie 6 Megabyte pro Sekunde durch die Leitung. Ja, wahrscheinlich, vielleicht liegt es auch am Kia-Server, keine Ahnung. Aber wir gucken mal jetzt, wie gesagt, die letzten Megabyte gehen jetzt rein. Wir sind dann gleich bei 100% und dann würde ich eigentlich erwarten, dass er dann eine Bestätigung bringt, dass der Download abgeschlossen ist und dass wir dann im Auto weitermachen müssen. Aber gucken wir mal noch die letzten paar Sekunden, was hier jetzt so passiert. Und ihr seid natürlich live dabei und könnt euch das hier direkt mit mir jetzt auch angucken. So, dann 4 Sekunden noch und 2 und fertig. Okay. So, was steht hier? Aktualisieren, blablabla, im Leerlauf kann gegen, blablabla. Ach so, ja, wichtiger Punkt. Gott sei Dank habe ich ein E-Auto, aber bei einem Verbrenner ist es tatsächlich so, dass man während des gesamten Update-Vorganges den Motor laufen lassen muss. Also es reicht halt nicht aus, nur die Zündung eingeschaltet zu haben, sondern das Auto muss halt wirklich laufen. Beim E-Auto, wie gesagt, nicht ganz so schlimm, weil man die Luft halt nicht verpestet. Genau, aber jetzt drückt man nochmal auf OK. Gucken, was da passiert. Sollte ja nur noch eine Hinweisseite sein. Okay, Download abgeschlossen und wurde heruntergeladen. Und ja, dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir jetzt zum Auto runter und dann schauen wir uns dort mal an, wie es dort dann mit dem Update weitergeht. So, dann sind wir jetzt hier im Auto angekommen. Ich habe das Auto schon mal angemacht und jetzt wollen wir mal gucken, wie das hier im Auto funktioniert. Also sollte ja eigentlich ganz einfach gehen. Also ich zeige euch das jetzt hier und ja, wahrscheinlich lasse ich sogar da mitlaufen, mache es dann aber ein bisschen schneller, sodass ihr seht, was während dem Update halt passiert. Wichtig ist nochmal, Auto muss halt an sein, also eingeschaltet sein, sonst könnte das eventuell unterbrechen oder wird halt unterbrochen, dieses Update, und dann kann es passieren, dass es halt schief geht. Ne? So, also jetzt gucken wir mal, wie wir das hier machen. Also man soll hier einmal entsprechend auf die Einstellung gehen, das mache ich mal eben, dann auf Allgemein. Und hier hat man dann jetzt links an der Seite eine entsprechende Scrollbar. Und wenn man da mal ganz runter geht, gibt es auch die Systeminfo. Weil wir wollen erstmal kurz gucken, was denn bei mir für eine Software drauf ist, drauf ist, damit man nachher auch einen Unterschied sieht. Also ich drücke auf Systeminfo und da sieht man hier oben Versionsinfo / aktualisieren. Gehen wir mal drauf, Versionsinfo. Und jetzt sehen wir hier schon Software, und da hatte ich vorher schon mal geguckt. Also meine Software, und das sagen die letzten 6 Zahlen aus, ist halt aus 2019, und zwar vom 4.12.2019. Genau, das ist jetzt quasi der Ausgangsstand. Und Navi-App und Firmware seht ihr halt auch, ne? Da stehen auch entsprechende Daten. Aber ich glaube, das Interessante wird nachher sein, dass wir am Ende nochmal kurz überprüfen, ob denn jetzt die Software auch tatsächlich aktualisiert wurde. Aber das werden wir wahrscheinlich auch im Look and Feel von dem Display halt sehen. Die Farben sollten ja auch schon mal anders aussehen. So, jetzt habe ich wieder lange gequatscht. Jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie das jetzt funktioniert. Ich bleibe gleich hier auf dem Screen, weil wir haben hier unten auch diesen Aktualisieren-Knopf, der jetzt noch nicht aktiviert ist. Aber ich habe ja vorhin die Navi-Daten auf meinen Stick draufgeladen. Und dementsprechend stecke ich den jetzt einfach mal ein. Und zwar in den USB-Anschluss unten in der Mitte. Das zeige ich jetzt nicht, sondern ich mache es einfach. So, ist eingesteckt. Und jetzt gucken wir, was passiert. USB-Gerät wird gelesen. Mediendateien sind nicht drauf, das stimmt natürlich. So, okay, Aktualisierung starten. Das sieht ja schon mal gut aus. Schnell, Standard geplant. Schnell wollen wir nicht. Wir machen Standard. Weiß gar nicht, wo da tatsächlich der Unterschied ist. Keine Ahnung. Wir gucken nochmal. Wir haben jetzt 14:18 Uhr. Das soll ungefähr so eine halbe Stunde dauern. Und dann legen wir doch einfach mal los und sagen okay. Und dann gucken wir. Möchten Sie starten? Bla bla bla. Genau. Ja, wir wollen starten. So, und wie gesagt, jetzt lasse ich es einfach mal mitlaufen und dann gucken wir mal, was hier so passiert. Und ja, ihr seid live dabei.
So, okay, dann haben wir schon mal eine erste Fehlermeldung. Das ist natürlich super. Okay, unvollständig. Dann müssen wir mal gucken. Versuche ich das gerade noch mal neu zu starten hier. Also einmal drauf drücken. So, ich entferne noch mal den Stick. Ich stecke den noch mal rein. So, er liest noch mal. Ich drücke auf Aktualisieren. Müssen wir, Standard ist klar, okay. Ja, ich möchte aktualisieren. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal neu an. Und hoffen, dass er sich vielleicht jetzt nur kurz verschluckt hat und dass es jetzt beim zweiten Versuch durchläuft. So, also auch der zweite Versuch hat nicht funktioniert. Ja, dann machen wir das doch nochmal. Ich gehe nochmal zum Rechner hoch, lade das Update nochmal runter und dann versuchen wir es einfach ein drittes Mal. Was ihr schon mal machen könnt, ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch war. Ob die Aktualisierung, wenn ihr sie dann selber durchgeführt habt, schon durchgeführt habt, ob das direkt beim ersten Mal funktioniert hat oder ob es auch mehrere Anläufe brauchte. Ja, ich versuche, wie gesagt, jetzt nochmal das neu runterzuladen und dann treffen wir uns nochmal im Auto wieder. So, jetzt wieder, nachdem ich es nochmal runtergeladen habe, wieder zurück im Auto. Gucken wir mal, ob es diesmal funktioniert. Ich weiß nicht, was mit dem Download los war. Mal gucken, ob es, wie gesagt, jetzt geht. Also aktualisieren wieder drücken. Wir sagen Standardaktualisierung. Wenn das jetzt nicht funktioniert, würde ich nachher mal die schnelle Aktualisierung probieren. Aber müsste ja eigentlich trotzdem klappen. Und dann sagen wir okay. So, wir möchten die Aktualisierung jetzt starten. Ja, USB-Stick hatte ich eben gerade schon reingesteckt. Und jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Ob das Ganze diesmal funktioniert oder ob es wieder nicht funktioniert und dann zum dritten Mal halt nicht funktioniert. Aber wie gesagt, dann muss ich mir überlegen, was ich da mache, ob wir dann mal eine andere Funktion hier testen. Aber gucken wir erstmal wieder gemeinsam zu, was hier in den nächsten Minuten so passiert. Okay, super. Also jetzt ist es soweit. Aktualisierung wird durchgeführt. Wunderbar. Also war vielleicht mit dem Download doch irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe nochmal überlegt, woran es liegen könnte oder gelegen haben könnte. Ich habe bei dem ersten Download-Versuch tatsächlich zweimal den Download pausiert, weil ich einfach dachte, dass die Download-Geschwindigkeit zu niedrig ist und habe dann vom WLAN auf kabelgebundenes Internet umgestellt. Aber das hat ja tatsächlich nichts gebracht. Gut, aber vielleicht war das die Ursache, keine Ahnung. Also Tipp an euch, lasst es einfach durchlaufen, den Download, auch wenn er vielleicht lange dauert. So, und jetzt gucken wir mal, was hier weiter passiert, wie lange das Aktualisieren dann tatsächlich braucht. Und ich hoffe, dass das Licht hier ausreicht, weil es wird jetzt zusehends halt dunkel draußen. Es war nicht so gedacht, dass es so lange dauert. Aber gut, gucken wir mal gemeinsam, wie weit wir hier vorankommen. Sagt jetzt hier, ja, weiß ich nicht, sagt nichts. Ist jetzt plötzlich zu Ende. Ich schalte das Auto wahrscheinlich gleich mal aus und wieder an und dann gucken wir mal, was da passiert ist, weil wenn ich mir das hier angucke, da hat sich jetzt optisch nichts getan. Da sind wir immer noch hier 2019.
Dann gucken wir doch mal, machen wir das Auto einfach mal aus und starten es nochmal neu und dann gucken wir, was da hier passiert. So, also Auto aus. Aha, bereit zum Aktualisieren? Ja, sind wir. Zack. So, dann gucken wir mal. Ich mache das Auto mal sicherheitshalber wieder an. Nicht, dass dann irgendwas passiert. So, dann schauen wir mal. Okay, also jetzt, da war das bisher wohl nur das Kopieren der Dateien und jetzt wird tatsächlich das System aktualisiert. Ja, die halbe Stunde, die ich am Anfang gesagt habe, die war es jetzt natürlich nicht. Es war jetzt schon deutlich über eine Stunde und es ist ja noch nicht zu Ende. Von daher schauen wir mal, was jetzt hier weiter passiert. So, jetzt scheint das Update durch zu sein. Jetzt habe ich hier ein sehr interessantes Geräusch. Ihr hört das ja wahrscheinlich auch. Aha, das war wahrscheinlich irgendwas mit dem Radio. Okay. So, dann gucken wir doch mal. Was gibt es denn hier? Wir wollen erstmal die Sprache umstellen. Also, es hat sich auf jeden Fall was getan. Wir nehmen natürlich Deutsch. Okay. Sprache geändert. Okay. Bestätigen, Fahrer 1 bin ich, genau. Das ist auch was anderes. Das gab es bisher auch nicht. Da gibt es auch einen Gastzugang offensichtlich. Fahrer 2. Okay. Also sieht schon mal ein bisschen anders aus, ne? Oder sagen wir mal ganz anders als mein altes System. So, jetzt warten wir mal noch einen Moment, was hier weiter passiert. Das überspringen wir jetzt mal für den Moment. So. Ja, überspringen wir mal kurz, weil ich will ja eigentlich sehen. Will ich nicht in. So, ah, okay. Also optisch sieht das jetzt schon mal ganz anders aus, ne? Da sieht man doch schon einen deutlichen Unterschied. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch die Version finden. Wir schauen mal eben. Allgemein, ich hoffe, das ist da noch, wo es bisher auch war. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ach so, hier steht es ja schon. Ne? Aktualisiert hier 27.11. mit Softwareversion am Ende 21.11.17. Von daher, das ist jetzt der aktuelle Softwarestand. Genau, also hat jetzt funktioniert, hat deutlich länger gedauert als gedacht. Ist jetzt auch schon dunkel geworden draußen. Aber ja, Ende gut, alles gut. Und ich sage gleich am Computer nochmal kurz was, wie das Update so grundsätzlich, wie es mir so grundsätzlich gefallen hat. Also dann bis gleich am Computer. Ja, und wie war das tatsächlich jetzt für mich, das Update? Ja, zuallererst mal unerwartet lang. Ich hätte also nicht gedacht, dass ich insgesamt drei Versuche brauche, um die Software tatsächlich zu aktualisieren. Am Ende des Tages hat es funktioniert, aber vielleicht hätte ich doch eher die schnelle Variante nehmen sollen anstelle der Standardvariante. Denn ich habe jetzt mittlerweile aus einigen Kommentaren von euch auch unter einem anderen Video halt schon rausgehört, dass es durchaus möglich ist, das Update in einer halben Stunde durchzuführen. Ich habe mich für den Standardweg entschieden. War es jetzt der richtige oder der falsche Weg? Kann man nicht sagen. Klappt es immer beim ersten Mal? Offensichtlich nicht. Ja, lag es an mir? Lag es am Auto? Lag es an der Software? Man weiß es nicht. Also so ein paar Unwägbarkeiten stecken natürlich drin. Aber im Grunde genommen habt ihr ja gesehen, das Update hat dann doch funktioniert, auch wenn es natürlich deutlich länger gedauert hat, als ich es eigentlich erhofft und vermutet hatte. Aber ich werde mich jetzt in die neuen Funktionen so ein bisschen reinarbeiten. Was ich auf jeden Fall da ganz cool finde, und ich habe schon mal ja ein bisschen reingelunzt in die Software, ist, dass man natürlich jetzt endlich einen Filter setzen kann bei den Ladungen.
Ladestation. Also dort ist jetzt die Möglichkeit, HPC auszuwählen und das hilft sicherlich bei der Langstreckenplanung ein Stückchen weiter. Ist natürlich immer noch keine Ladeplanung im eigentlichen Sinne, aber zumindest werden nicht mehr alle AC-Ladesäulen angezeigt, sondern jetzt kann man tatsächlich den Filter setzen. Ansonsten werde ich mich ins System ein Stück weit reinfuchsen. Sieht ja ein ganzes Stückchen anders aus als bisher, aber ich denke, das ist nur eine Frage der Gewohnheit und eine Frage der Zeit, bis man das soweit drauf hat. Und ja, ihr könnt ja gerne nochmal in die Kommentare unten schreiben, wenn ihr den Umstieg schon gemacht habt, was euch denn am besten gefallen hat an der neuen Software und wo ihr auch Probleme hattet. Und ja, vielleicht kommt das ein oder andere Video nochmal zu der Software dann auch von mir. Ich weiß es ehrlicherweise noch nicht, muss mich da erstmal ein bisschen reinfinden. Und wenn es Dinge gibt, die euch interessieren, dann sagt sie einfach, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Und dann kann ich für euch natürlich auch das ein oder andere noch auf Video festhalten, so dass ihr dann im Zweifel nicht die gleichen Erfahrungen nochmal machen müsst, beziehungsweise ja Erfahrungen auch teilen könnt hier auf dieser Plattform. Von daher erstmal vielen Dank, dass ihr ja bei dem langen Video wieder dabei geblieben seid. Ich wünsche euch wie immer alles Gute, bleibt vor allem gesund und dann sehen wir uns bei einer der nächsten Folgen wieder. Ich freue mich auf euch und bis dahin macht's gut, euer Thomas. Ciao, ciao.